Hallo, ich bin Aileen, Fotografin und Foodbloggerin und ich treffe mich heute mit den Gewinnern der Küchenfreunde von Penny, um mit dem zusammen zu kochen. Und aber erstmal gehe ich noch ins Daluma, einen meiner Lieblingsorte für Frühstück in Berlin. Und da stärke ich mich jetzt und dann geht's los zu den Gewinnern. Mit Superfood gestärkt mache ich mich jetzt auf den Weg zum Alex, um unsere Gewinne abzuholen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einkaufen, oder? Ja, ja. Super, dann los geht's. Ihr wisst ja alle, was ihr einkaufen sollt, oder? Super, dann würde ich sagen, teilen wir uns mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Wollen wir den nehmen? Und den. Meine Gäste sind da drin jetzt noch mit Einkaufen beschäftigt. Und ich gehe jetzt mal weiter und suche noch ein paar Kleinigkeiten woanders, die man nicht überall kaufen kann. Die zwei und dann brauche ich noch ein Öl, am besten irgendwas mit Zitrone. Habe ich da, ja. Ja. Super. Voilà. Vielen Dank. Dann bis bald. Tschüss. Schön, ihr seid alle schon am Werkeln, ganz fleißig. Ich habe euch noch was mitgebracht, das war noch in einem Feinkostladen. Einfach hier so einmal da und einmal da so ein bisschen schräger einen Schnitt reinmachen, damit man dann wirklich was drunter schieben kann. Würfeln, weil wir haben jetzt schon alles so rund. Ich zeige euch jetzt mal den Mango-Trick. So, man nimmt eine Hälfte, macht so ein Würfelmuster rein und dann dreht man es um. Und dann kann man quasi einfach das so abschneiden. Zum Bowl. Ich brauche eins. Grünpaxe, ja, aber sehr lecker. Schatten ist immer gut. Wo wart ihr? Vielen Dank euch fürs gemeinsame Kochen. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Und wenn ihr Lust habt, das jetzt nachzukochen, findet ihr das Rezept auf unserer Webseite. Prost!